Hi Leute, willkommen auf meinem Kanal, hier von der Rennstrecke Most. Hier bin ich mit CR Moto, mein zweites richtiges Rennstrecken-Event dieses Jahr. Wie es bisher war, wie es sich so entwickelt hat und was vielleicht noch wird, das erfahrt ihr gleich. Okay, also, die Anreise nach Most war so lala. Klar, 3,5 Stunden Fahrt ist ziemlich easy. Am Ende war dann aber die Autobahn zu Ende. Und dann ging es auf der Landstraße weiter und da ging es hoch und runter und das war ganz schön anstrengend für Bob. Und wir kannten das gar nicht so, dass es so hügelig wird irgendwo und dann dauernd irgendwelche Spitzkernen sind, die man so mit 40 km/h auf der Landstraße fahren muss. Ein bisschen anstrengend, aber auf jeden Fall sehr schön herzufahren, gute Straßenverhältnisse. Und jetzt sind wir im Fahrerlager am letzten Platz, ganz am Ende. Viele sagen, das ist problematisch in Most, weil man so einen langen Weg zur Rennstrecke hat, die Reifen kalt werden könnten, bis man losfährt. Hatte ich jetzt aber nicht das Gefühl, dass das so ist und bin eigentlich ganz zufrieden mit dem Losfahren sozusagen in der ersten Runde auch. Also der Grip ist da, das funktioniert. Wir machen gerade einen Streckenrundgang, um uns nochmal die Linie und alles genau von nahen anzugucken, weil der erste Tag war so lala. In Gruppe D gestartet, einfach weil ich die Strecke nicht kenne und nur ein paar YouTube-Videos angeguckt habe, wie die Strecke etwa verläuft und dachte so, ja, könnte witzig werden. Dann aber gesehen, als ich hier vor Ort war, Mann, die Strecke ist doch anspruchsvoller, als ich dachte, weil sie komplett anders als Lausitzring oder Spreewaldring ist. Hier ist wenig hartes Anbremsen, viel reinlaufen lassen, viel Gas durchziehen bei den Kurven und halt auch einige Kurven, die halt blind sind, die man so nicht einschätzen kann. Musste ich erstmal lernen und drauf klarkommen, konnte mich dann von Gruppe D, also der langsamsten, in Gruppe C, der etwas schnelleren, hochkämpfen. Bin dort immer noch jetzt am Ende des Tages und habe auch gemerkt, dass meine Taktik, lieber allein zu fahren, wenn schon alle raus sind und dann hinterher, damit ich eine freie Strecke habe, nicht so optimal ist. Im letzten Turn bin ich mit ein paar anderen Leuten raus, also mitten in der Gruppe und bin deutlich besser und souveräner von meinem Gefühl her gefahren und dann auch von der Zeit. Als vorher, einfach weil ich Leute hatte, die mich mitgezogen haben, mit denen ich kämpfen konnte, wo so ein bisschen der Ehrgeiz einfach geweckt wird. Und das ist auch einfach meine Taktik für morgen. Nochmal Linie gucken, nochmal mich genau damit beschäftigen, wie ich wo fahre bisher, was ich besser machen kann und natürlich einfach Spaß haben mit der Gruppe rausfahren und fighten. Bis jetzt lief der Tag auch ohne Probleme, ohne größere Abbrüche, was positiv ist. Ein, zwei Sachen gab es. Den Jungs scheint es gut zu gehen, das ist erstmal super. Und wichtig, aber ansonsten super Organisation wieder von CR Moto, mit denen ich heute hier bin. Ja, dann nehme ich euch mal mit und gucken uns die neue Strecke an.
Leute, es ist vorbei. Die zwei Tage Most liegen jetzt hinter mir. Hat super viel Spaß gemacht. Ich habe viel dazugelernt. Und das ging heute am zweiten Tag nochmal richtig, richtig bergab mit den Zeiten. Aber dazu komme ich gleich. Auf jeden Fall erstmal ein Tipp für euch. Wahrscheinlich wisst ihr es schon längst. Ich habe gestern Abend noch den Streckenrundgang gemacht und habe eigentlich am nächsten Tag, wenn ich Motorrad fahre oder Rennstrecke fahre, immer schwere Beine. Nach dem Streckenrundgang und, naja, weil meine Mrs. mir auch ein bisschen die Beine massiert hat, heute überhaupt keine schweren Beine gehabt. Also ich konnte richtig gut in den neuen Tag starten und hatte keine Probleme mit meinen Muskeln, mit meinen Sehnen oder sonst irgendwas. Aber ich glaube auch, dieses Ablaufen hat viel geholfen. Das ist so ein kleiner Tipp am Rande. Ansonsten hat das auch geholfen, dass ich mir die Strecke nochmal per Fuß angeschaut habe und GoPro-Aufnahmen einfach mir am Abend noch angeschaut habe und geguckt habe, wie fahre ich, wie habe ich es eigentlich in meinem Kopf, wie fahre ich wirklich, um dann zu sehen, ah shit, ich habe ja hier immer noch also viel zu früh gebremst oder da schlecht eingelenkt. Das hat natürlich super geholfen. Wie gesagt, Strecke nochmal analysieren, nochmal gucken, wo sind die Schwachstellen, wo könnte ich mehr Zeit rausholen. Und dann habe ich auch direkt im ersten Turn, ihr habt es ja gesehen, eine 54 gefahren, dann im zweiten Turn eine 53, dann Vormittag ist es so geblieben, Nachmittag total schweren Bauch gehabt, da ging gar nichts, gefühlt habe ich mich abgerackert ohne Ende und ja, dann der allerletzte Turn war ein verkürzter Turn, 15 Minuten, nochmal viel freie Bahn gehabt, war ein bisschen mehr konzentriert, ein bisschen ausgeruhter, trotzdem eigentlich echt fertig und habe nochmal eine 52, sehr, sehr hoch, 52, 9, irgendwas, geschafft, bin damit super zufrieden für mein allererstes Mal, dass ich in Most war, dafür, dass ich gestern noch bei einer 1,58 war, also mich heute um 6 Sekunden verbessert habe am zweiten Tag, finde ich das sehr, sehr gut, bin da richtig glücklich drüber und meine Haare sehen bestimmt chaotisch aus und jetzt werden wir alles einpacken, dann geht's ab nach Hause, noch ein langer Weg vor uns, ich bin auch fertig und freue mich einfach auf noch einen Tag frei morgen. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Fragen habt, haut es in die Kommentare. Ich hau auf jeden Fall auch noch ein paar Onboard-Aufnahmen raus. Es waren ein paar coole Fights dabei und ich habe ganz viel mitlaufen lassen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.